Huhu. Huhu. Blinzelwetter ist heute. Hallo, ne? Bin auch da. Juhu, schönen Sonntag euch. Aus. Wir sind jetzt on the road mal unterwegs für euch. Wo sind wir denn heute? Den freien Sonntag ausgenutzt. Wetter ist nicht perfekt heute, aber gut, nee. Ist egal. Wir wollten trotzdem merken, wir sind heute jetzt hier im Hafen von Calador. Calador. Da waren wir jetzt wirklich Jahre nicht mehr. Jahre nicht mehr. Also wir wussten auch gar nicht mehr, welche Einfahrten es hier runter zum Hafen gibt. Also alles wieder relativ Neuland. Ja, 4-5 Jahre mindestens, wo wir nicht mehr hier waren. Absolut richtig, und jetzt sind wir hier, gucken uns das halt mal an und nehmen euch wie immer mit. Und ihr bekommt ein paar Bilder jetzt erstmal aus dem Hafen von Calador. Bis später. Viel Spaß. Ciao. Im Moment sieht man noch, dass hier Winter ist. Das auch noch wird gebaut, oder was heißt umgebaut. Winter? Noch keine Saison ist richtige. Ja, wir haben jetzt ja auch erste fast Mitte März. Ja, und hat noch viel zu. Waren wir noch, also ich noch nie, kenne ich hier überhaupt kein einziges Restaurant. Wir waren immer, glaube ich, hier drüben auf der anderen Seite. Da laufen wir uns nachher mal rüber. Ich glaube, da drüben waren wir früher immer. Ja, da hatte ich einen Kunden, nur zwei Kunden vom Mallorca Magazin damals, die ich betreut habe. Und sind wir öfter mal einfach hergefahren. War allerdings auch noch die Zeit, wo wir angefangen haben auf Mallorca. Und da haben wir noch in Sarcoma gewohnt. Ja. Was natürlich heißt, es war natürlich viel näher an Calador als jetzt, wo wir in Palma wohnen. Haben wir jetzt auch gerade gemerkt, das ist ein relativ langer Weg. Ja, das ist dann schon so ein ganzes Stück. Die Insel ist doch relativ groß. Gerade mal noch mal auf der Karte geschaut, das ist auch ein ganz schöner, interessanter Hafen, der hier sehr, sehr weit vom Meer reingeht. Und dann könnt ihr jetzt sehen, ich mache euch mal kurz einen Screenshot rein, wie der Hafen auf Google Maps aussieht, also wie der Hafen hier wirklich ins Landesinnere reingeht. Da oben hat ein bisschen was auf. Ja, also 1, 2 und 3 Restaurants haben auf, wo du was trinken kannst. Gut, jetzt aber muss man aber auch sagen, ist natürlich wieder heute wie üblich auf Mallorca. Wenn du am Meer bist, im Hafen bist und es ist ein bisschen bewölkt und windig, dann ist es auch nicht wirklich gemütlich. Ja, da hast du gleich irgendwie so ein bisschen Ostsee-Nordsee-Feeling. Ja. Darum fühlst du dich hier auch so heimisch. Ja, aber ich mag die Sonne doch lieber. Die ganzen Yachtfirmen sind natürlich hier. Klar, überall wo Boote sind, kannst du ja Boote verkaufen. Da oben Princess zum Beispiel. Ja. Prestige. Aber unheimlich viele Restaurants. Ja, ja, auf der anderen Seite irre, noch mehr. Irre, ja. Und so das, was man so liest, so ist sehr, sehr viel Englisch, findest du das nicht auch? Ja, ich denke mal generell Calador von früher. Immer noch. Ich weiß auch, wo wir früher mal essen waren. Ja. Da wollte man Spanisch bestellen, das ging nicht. Die haben nur Englisch verstanden im Restaurant. War aber auch schon 7-8 Jahre her. Aber ich glaube, interessant wird es hier, wenn man heute das Video hier aufnimmt, wenn wir dann in 2-3 Monaten nochmal irgendwie hier sind, vielleicht auch mal was hier zu tun haben, keine Ahnung, oder und dann nochmal schaut, was dann im Hafen los ist. Was das für ein krasser Unterschied ist. Ja. Natürlich auch ein krasser Unterschied, wo man wieder sieht auf der Insel, was jetzt momentan, wenn du nach Port Halsnaus fährst, in Port Hals los ist. Hier sind zum Beispiel die ganzen Bootsparkplätze im Hafen, es ist alles leer. Ja. Und in Port Hals ist halt auch schon richtig Bewegung. Also man merkt halt einfach schon, momentan noch spielt sich das Leben stark in und rund um Palma ab. Ja, wie eigentlich aber jedes Jahr. Wie eigentlich jedes Jahr. Ja, genau. Und dann wahrscheinlich, denke ich mal, ab ich denke, Ende ab April nach Ostern. Mitte April, Ende April. Dann wird auch hier das Leben los. Oder wird auch hier der Bär steppen, der Bär tanzen, dann wird es auch hier losgehen. Nein, das wird alles, wenn die Owner kommen. Sandra stellt gerade fest, die ganzen Schiffe müssen auch noch dann vorbereitet werden, wenn die Owner kommen. Ist alles noch nicht, Tiek nicht gepflegt. Noch nicht fertig gemacht. Aber es ist noch alles eigentlich nicht unnormal, dass es hier zu der Zeit noch ruhiger ist als jetzt bei uns. Also aber ich hätte jetzt ein bisschen mehr vielleicht mit Spanien gerechnet, die hier einfach auch spazieren gehen und Kaffee trinken oder so. Also so tot habe ich es nicht erwartet. Liegt aber vielleicht auch im Wetter. Kann ich nicht beurteilen, können wir nicht beurteilen, weil wir jetzt natürlich heute bei dem etwas bewölkten Wetter da sind. Aber vielleicht ist auch das Wetter einfach, dass dann so wenig los ist. Ich hätte allerdings auch schon irgendwie 1, 2 Restaurants mehr geöffnet erwartet, als wir jetzt hatten.
Ab da, guck mal da. Der Yachtclub muss damals ein ganz, ganz tolles Restaurant gehabt haben. Richtig gute Küche. Sieht auch da oben immer noch so aus. Da oben ist ja hier, wenn man da hochzoome einmal, da ist ja das Gebäude vom Yachtclub Calador. Ganz in weiß. Da könnte auch durchaus vielleicht ein schönes Restaurant drin sein. Ach, da steht ein Auto aus meiner Heimat. Ich nehme jetzt das Nummernschild nicht auf, aber ein Esslinger Cherokee, ein schwäbischer Cherokee ist hier. Und das, was wir eben gerade auch auf der Fahrt bemerkt haben, immer noch unheimlich viele deutsche Autokennzeichen. Ja. Also immer noch viele mit ihren eigenen Autos hier rübergekommen. Was ja eigentlich. Für lange Zeit auf jeden Fall. Ja. Ja. Klar, wenn man eine kurze Zeit da ist, sagt auch unser lieber Sven immer, dann jetzt schon buchen. Aber für die Leute, wo noch lange Zeit da sind und irgendwie hier vielleicht im Jahr ihre Wohnung haben oder wie auch immer und vielleicht ja. Im Jahr hier 6 Wochen verbringen, 8 Wochen verbringen, da fahren dann schon einige auch im Auto rüber. Wow. Von hier denkt man eigentlich, es ist eine ganz normale, also was heißt normale, also von hier denkt man, es ist eine Yacht. Und von vorne stellt man fest, muss man nochmal ein Stück zurückgehen, es ist ein Katamaran. Sieht man von der Seite gar nicht. Siehst gar nicht. Nein, von der Seite denkt man wirklich, ist eine normale Yacht. Ja. Ja. Und ja. Dann, so von hier jetzt hast du den Eindruck, es ist eine normale Yacht. Ja, richtig. Und wenn du von vorne kommst, siehst du, dass sie breiter ist wie eine normale Yacht. Und dann siehst du auch, dass es ein Katamaran ist. Hinten erkennst du einen Katamaran auch nicht. Schau mal. Da erkennst du nur, dass er wesentlich breiter ist als eine normale Yacht. Die Allee, ja. Weil durch den Dualrumpf ist er breiter. Erkennt man nur von vorne, dass es ein Katamaran ist. Ja, hier stehen dann auch ein paar Boote im Wasser und hier stehen einige Boote am Trockendock. Da sieht man erstmal die Ausmaße, wenn die wirklich vor einem stehen. Wie mächtig. Im Wasser fallen die gar nicht so auf. Die sind jetzt auch nicht größer als die im Wasser. Aber guckt mal, wenn man da jetzt hinläuft. Oder guckt mal, wenn eine Sandra davor läuft. Ob man Sandra überhaupt noch sieht. Das ist eine Frechheit. Ja? Das ist eine Frechheit. Guckt euch mal die Dimension an. Ja. Da merkt man erst, weil man ja einen Großteil der Schiffe gar nicht sieht, wenn die im Wasser liegen, weil sie unter der Wasseroberfläche sind. Die Dimensionen sind schon gigantisch von so einem Boot. Irre. Irre, ne? Ja. Wo bist du? Hallo. Jetzt ach, da bist du. Ja, jetzt sehe ich dich wieder. Das Schiff hier im Trockendock dürfte ungefähr so groß sein wie das, das jetzt hier gerade hier vorne liegt. Ja. Ja? Und man sieht schon, auch glaube ich auf dem Video, wie unterschiedlich oder wie man die Dimensionen erst wahrnimmt, wenn man sie am Trockendock liegen sieht. Wie groß die Schiffe wirklich sind. Irre, ja. Und der muss gestrichen werden, oder? Ja, Sandra fragt gerade, ob man jedes Jahr machen muss. Ich bin kein Bootsfahrer, ich kann es nicht sagen. Nur hier steht wieder einer, wo Sandra gerade festgestellt hat. Fairline. Der muss wieder lackiert werden. Die kommen immer raus zum sogenannten Anti-Fouling. Dann wird es unten wieder gerichtet, soweit ich weiß. Auch ja, ja. Daneben sieht ja auch nicht mehr so fit aus. Dann werden aus. Auch die Algen oder Muscheln weggemacht, die sich festsetzen. Aber was das kostet. Sandra hat gerade gefragt, ob man das jedes Jahr machen muss. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Guck mal, aber da unten siehst du auch schon, wie viel sich da angesetzt hat. Ja, genau, richtig. Ich denke bestimmt jedes Jahr einmal. Ich glaube, jedes Jahr machen sie das nicht. Oder machen es dann die Taucher, die dann unten tauchen? Gibt es auch, soweit ich weiß. Guck mal, wie viel? Vielleicht haben wir ja jemand hier mal auf dem Kanal, der es weiß. Wie oft macht man Anti-Fouling? Ja. Oder macht man es auch mit Tauchern? Also soweit ich weiß, ja, gibt es auch Taucher, die das Ganze im Hafen, also liegend machen. Und ist soweit ich weiß, aber wie gesagt, das sind immer so Sachen, wir sind keine Bootfahrer. Soweit ich weiß, ist es auch eine Frage, das regelmäßig zu machen, um einfach auch den Spritverbrauch, wobei bei den Kähnen ist der Spritverbrauch, glaube ich, dann eh egal, der wohin fährt. Aber trotzdem geht es auch um Spritverbrauch und um Geschwindigkeit, weil wenn du unten diese Algen und Muscheln dran hast, haben die natürlich einen höheren Wasserwiderstand und nehmen dir natürlich auch etwas vom Verbrauch weg und von der Höchstgeschwindigkeit weg, klar. Aber unheimlich viel, wirklich noch Renovierung, Putzarbeiten, siehst du? Ja, ja, ja. Also die präparieren sich auch eigentlich auch auf die Saison. Ja, aber man sieht auch, jetzt geht's los. Also wie gesagt, es wird schon so sein. Ein paar Wochen noch und dann kommen die Touristen hoffentlich. Ja, wahrscheinlich, wie wir vermuten, wahrscheinlich ab Ostern. Ja. Bleibt dann durchgehend auf. Ja. Und dann geht's auch los. Ja.
Hier, die Sky Cocktail Bar, die hat schon auf. Ja. Die sieht aber auch schön aus. Mhm. Wenn da keine Baustelle daneben wäre. Ja, wollte ich gerade sagen, da ist in Ruhe ein Cocktail schlürft. Dann könnte man so da, glaube ich, mal in Ruhe auch mal trinken gehen, wenn die Baustelle dann weg ist. Aber also, ist eigentlich egal. Was für Wände ist es aber? Was für Wände? Ah ja, da ist ein Laden zu vermieten. Ja, unten drunter. Oder zu verkaufen, natürlich. Ja. Wände zu verkaufen. Die Anna, guck mal. Sag mal, Guido. Schöne Grüße. Zwar an mit A-N-N-A. Aber nur mit einem N. Die mussten sparen. Die haben nur ein N dran geschrieben. Ja. Haben sie gedacht, sie sparen sich das Geld für das zweite N. So, und die Leute, die da oben wohnen, die haben eigentlich immer einen schönen Blick auf den Hafen von Calador. Und das, was du sagtest, war ja auch dieses, dass hier auch relativ viel weiße Häuschen hat. Ja, stimmt. Ibiza-Style. Diesen Ibiza, das war eigentlich immer Style. Schon so, ne? Seit Richtig. Jahren, dass du sagst, hier ist schön, schöne weiße Häuschen. Ja. Aber musst halt auch immer mehr fliegen. Ja, Weiß fällt auf. Vor allem, wenn du so nah deine Wohnung hast, direkt am Meer. Ja. Dann hast du natürlich auch immer die Einflüsse der Witterung und ja, dann musst genau. du immer hier eigentlich sagen wir immer, du kannst, glaube ich, solche Häuser hier direkt am Meer, die kannst du eigentlich jedes Jahr streichen. Ja, das sieht auch nicht gut, man sieht von hier nicht schön. Wird auch meistens oben. Nicht gemacht. Nö, weil es auch dann? Wieder erstmal gestrichen werden muss. Und das ganz oben, das cremefarbene, da sieht man halt auch rechts. Ja klar, es sind die Witterungseinflüsse direkt am Meer. Ja. Da hast du von innen zwar auf jeden Fall immer einen schönen Blick raus, aber von außen. Hast du halt immer nach 2-3 Jahren, siehst du halt gleich wieder, dass es nicht neu gestrichen ist. Das ist ganz normal. Da ist alles leer da unten. Da ist alles leer. Sieht sehr zu aus. Da steht drauf, Restaurant, Buffet, Menü. War wohl mal. Palia also Puerto del Sol. Als ob es wieder aufmacht. Naja gut, ist schwierig zu sagen. Ja. Von hier unten kann es auch sein, dass die einfach alles innen drin stehen haben. Ja. Und dann innerhalb von einem Tag rausräumen und dann ist alles fertig. Weißt du noch, das mit dem Richten, das letzte Mal, wo wir in Portals waren, haben wir auch die Baustelle gesehen. Ja, wo die Straße aufgehört. Und haben dann gesagt, oh, ob die das zur Saison wieder hinbekommen, dass die Straße gerichtet ist in Portals. Ja, und was war der Effekt? Irgendwie 4 Tage später war Guido dort, der Freund, den ich auf dem Videoset, der bei dem im Restaurant Pesquero waren in Palma. Gibt es auch ein Video. Mhm. Und der Guido ist 4 Tage später hingefahren mit seinem Freund. Und es war 4 Tage später schon wieder alles zu. Hätten also, wir nicht gedacht. Nee, hätten wir nicht gedacht. Nein. Also was sie hier auf Mallorca können, ist im Prinzip lange warten, bis sie was richten. Bis eigentlich die Saison beginnt. Und dann können sie es aber auch sehr, sehr schnell richten. Und dann kriegen sie es wirklich auch schnell zu und haben es dann auch plötzlich wieder zur Saison irgendwie fertig. Also das funktioniert dann schon. Schön, guck mal da gerade aus, haben wir gar nicht so mitbekommen. Die ist grau hier. Ja, die ist mega. Wow. Schön mit dem Kontrast von den Schwarzen. Ja, das ist das Schöne hier auf Mallorca. Du kannst die Wenn Sachen dann, wenigstens ne? angucken, die du dir nie irgendwie leisten ja. kannst. Angucken, denken. Das ist wunderbar. Das seht ihr auch, die ganzen weißen Häuser. Aber wirklich schön, ne? Ja, sehr schön. Genau, da ist jetzt die Boutique Cassandra. Eine ganz alte Kundin, war früher eine Kundin von Sandra. Ja, richtig. Und ja, die ist so, wie es aussieht. Ja, gibt es sie noch. Ne? Gibt es sie noch. Also ich glaube, dass sie bestimmt wieder aufmacht, wenn es hier losgeht. Das ist ja nicht ausgeräumt. Es ist ja nur zugeklebt, genau, wie üblich auf Mallorca, wenn Winter ist und wenn man zumacht. Ein gutes Aber Zeichen. Da steht noch Deko davor und hier sind noch die, ja, die Wüsten Tüppchen. Drin, die nackten Männer. Also schätzen wir mal. Wir haben uns eben vorher überlegt, ob es die Cassandra noch gibt, weil wir ja, wie gesagt, eine ganz, ganz alte Kundin gewesen von Sandra. Und ja, sie gibt es wohl noch. Schön. Ja. Die sehen auch schön aus, die Restaurants hier. Ich glaube, in dem, war das nicht auch mal ein Kunde von mir, in dem oder eins dahinter? Portacari, Restaurante Botavara. Und das Portacari ist das vollere. Ne Porto, Portocari. Ich habe gerade Staub im Mund. Sandra muss gleich was trinken. Sandra muss sie erstmal aushusten. Ist bei Sandra immer so, wenn sie eine Stunde keinen Gin Tonic getrunken hat, dann fängt sie an zu husten und sagt, wir müssen schnell was trinken. Nee, gehen. Das ist auch ganz viel der Pinienstaub. Der Pinienstaub kommt gerade. Hat man doch die letzten Tage auf den Autos gesehen, dass du morgens kamst und die Autos waren schön gelb vom Pinienstaub. Es ist gerade die Zeit, wo die Pinien ihren Blütenstaub abwerfen. Ja.
Und das sieht man dann auch zum... Hier, guck, Schatz. Auf dem Wasser siehst du. Wenn wir gerade davon reden. Nee, guck mal hier, auf dem Boot. Ja. Hm? Da siehst du dann genau, wie sich der Pinienstab auf dem Boot absetzt. So setzt er sich auch überall auf den Boden. Der ist fies. Und so hast ihn dann auch du und darfst husten. Genau. Weil er sich in die Lungen gesetzt hat. Das ist, wie gesagt, der Pinienstaub. Weil natürlich auch die Pinien hier direkt im Hafen sind. Und gerade, wie gesagt, schön stauben. Da hast du auch die allein schon, die Pinien bringen schon so viel Staub. Ja, klar. Blütenpollen sind das? Blütenpollen, glaube ich. Die Pollen vom Pinienbaum. Da sieht man dann auch mal hier gerade wieder auf dem Trockendock, wie aggressiv dann so das Meer ist, was sich da so alles festsetzt. Ja, aber da oben, guck mal, wie kommt denn das da ran? Na ja, gut, das ist auch so. Das ist, wo die Kamera ist. Das ist die Gischt, die dann halt hochspritzt da oben. Ja. Und dann setzt sich das auch alles irgendwie fest. Das muss dann alles wieder gerichtet werden. Hier unten sieht man dann wirklich, wie sich die Sachen hier festfressen. Wahnsinnig. Ja. Das heißt, unter Wasser. Guck mal, wie das rostet da unten. Hast du da immer viel zu tun. Ja. Ja. Und wenn ihr jetzt von dieser Seite her in den Hafen, in die Marina Calador kommt, werdet ihr von dieser Meerjungfrau hier begrüßt. Jetzt hat Sandra gerade was entdeckt, was sie als Deko will. Das muss ich nur überlegen. Oh, die ist toll. Wie wir die als Deko mitbekommen. Die Krabbe. Ja, das macht hier einer. Das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, die als Deko mitzubekommen. Ja, das ist de Hierro. Vor allem mit dem Stein und aus Eisen. Ja. Die wiegt dann schon einiges. Aber die ist toll. Ne? Die ist schön. Sehr cool. Schön, ja. Bye, bye. Hier ist jetzt das Schiff, das wir vorher hatten. Und dann guck mal, von hier sieht man wirklich sehr gut, wenn ich ranzoome, dass es ein Katamaran ist. Was man, wie gesagt, von der Seite genau nicht sieht und auch von hinten nicht sieht. Und von hier sieht man es, dass er zwei rumfährt. Noch nie gesehen, so ein Schiff. Und hier liegen zwei Stück nebeneinander, bestimmt zwei Freunde. Ja. Aus Sandras Heimat. Oder Schwestern oder Brüder oder Familie. Genau. Auf jeden Fall aus seiner Heimatstadt. Der Familie. Hamburger. Guck mal, die haben sogar die zwei selben Bürsten. Was haben sie, die zwei selben Bürsten? Guck da. Stimmt. Haben sogar dieselben Bürsten. Dann ist es vielleicht. Sind bestimmt Zwillinge. Das wollte ich gerade sagen. Zwillinge. Das ist bestimmt ein Twinboot. Wobei hier oben, guck mal hier nicht. Der hier hat hier oben Hochseeangel. Ja, der nicht. Halter dran und der hier hat keine Hochseeangelhalter dran. Ah, ja, also richtig. Die Unterschiede sind noch ein bisschen das hätte ich jetzt gar nicht gesehen. Und der da oben hat so ein Navigationsgerät dran. Ja. Das hat der hier oben nicht dran. Also nicht ganz Twins, aber fast Twins. Und so eine, was ist das für eine Pumpe da? Das weiß ich nicht, was das ist. Das hat der auch nicht. Das weiß ich nicht, was das ist. So, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir haben jetzt entschieden, wir machen zwei Videos. Ja. Das war vom Hafen, von der Marina Calador. Genau. Wir machen dann noch eins von der Stadt. Also wir gehen vom Downtown. Gucken wir einfach mal, was da so jetzt die letzten Jahre passiert ist und nehmen euch dann wieder mit. Und wie immer, gebt uns einen Daumen hoch und vor allem followt uns, dass ihr immer unsere Videos mitbekommt. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss. Ciao.